Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Two Point Campus. Ich überlege gerade, nee, wir machen einfach hier erstmal gar nichts, sondern sagen hier Folge ja starten. Ich glaube nämlich, wir bräuchten nochmal so ein Räumchen hier. Wir kopieren das Ganze mal einfach. Drehen, weil es so schön war. So. Der bräuchte aber hier noch eine Toilette, ne? Das ist mein selbst gebasteltes Gebäude. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber ich habe mir Mühe gegeben, ich schwöre. Ich wollte mal was anderes machen. Ich habe aus Versehen das Falsche geklickt, ich bin ehrlich. Oh, der Frosch gefällt mir, der Froschstuhl. Genau. Eine Toilette fehlt auf jeden Fall. Das müsste vielleicht... Oh, was war das denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Ich meine, so oft gehen die gar nicht auf Toilette. Sind wir mal ehrlich. So. Dann können wir jetzt ja starten. Ablehnen. Wir wollen aber halt noch einen Studiengang. Jetzt frage, was für ein Studiengang? Machen wir Powernapping? Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Hier bei Radio Two Point. Ich glaube, ich mache das jetzt die Harrison Wolf Show. Und das wird eine wilde Tour. Und Powernapping, das ist so das, wo ich denke. Wolf, die Stimme der Freiheit, die einsam in die undankbare Nacht hinausschallt. Die Show wird heute ein Knaller, also gibt's erstmal ein Sandwich. Aber gleich schlägt die Stunde der Wahrheit. So, sehr gut. Was haben wir denn hier? Er möchte eine Parkbank, ist aber nicht so das Problem. Was möchtest du? Ein Bücherwurm. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Ist das hier Pflege oder was ist das? Nee, hier ist Pflege. Kann ich sonst was upgraden? Das kann ich nicht upgraden. Das kann ich auch noch nicht upgraden. Achtung! Erst anschreiben, dann studieren. Also ich kann hier noch ein Räumchen hinmachen und da noch ein Räumchen. Hoffen wir mal, es wird, ne? Mitarbeiter einstellen. Rumtrödler. Ich bin echt am Überlegen, halt eine zweite Psychiatrie einfach zu bauen. Ich meine, zur Not können wir die immer noch abreißen. Deko-Blümchen müssen auf jeden Fall sein. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt. Jetzt nicht. Aber er wird trotzdem nicht geändert. So, können die sich jetzt so ein bisschen verteilen? Hallöchen, ich bin's wieder. Leider kann ich nicht bleiben, hab viel zu tun. Ja, dann geh doch. Oh, je einer deiner Patienten hat sich nach einer fehlgeschlagenen Behandlung in einen Geist verwandelt. Jetzt wollen sie es aber wissen, ne?
Notfall. Ja, okay. Aber eigentlich müsste ich, weil ich habe jetzt zwei. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich meine, ich habe doch. Ja gut, das ist jetzt verbessert. Das heißt, den können wir jetzt verbessern. Habt ihr schon gehört, dass Bungle wieder mal eine Rakete ins All geschossen hat? Verteilen die sich jetzt? Sie behaupten ja gern, das sei wichtige Forschung. Aber warum muss es immer wieder die gleiche langweilige Astronautensache sein? Wäre es nicht viel spannender, mal einen Haufen Sandwiches ins All zu schießen? Oder einen Roboter? Oder den fiesen Dachs aus meinem Garten? Natürlich wäre es das. Aber das passt Ihnen nicht ins Konzept. Medizinische Durchsage. Patienten mit Rock'n'Rollitis treffen ein. Naja, wird jetzt schon, glaube ich. Das wird verbessert, das ist sehr gut. Davon werden wir auch mal... Nee. Es gibt sogar Brandschutz. Ach komm schon. Und schon wieder ein Geist. Aber es läuft, es läuft, es läuft. Ich habe schon einen geheilt. Assistent in die Bibliothek, bitte. Danke. Davon bräuchten wir noch ein paar. Noch eine Station vielleicht. Das große. Können die nicht nebeneinander? So. Patientenwaage. Uiuiui. Jetzt wird's aber richtig voll hier, ne? Hausmeister zur Upgrade-Montage benötigt. Ekelhafte Dings. Nein, das wird abgelehnt. Also wir haben schon ein paar geheilt. 3 von 6 haben wir schon geheilt. 4 haben wir. Du gehst jetzt. 5. Und noch der, den könnten wir schaffen. Schließe 3 erfolgreiche Notfälle. Also gleich haben wir schon mal den ersten erfolgreichen Notfall. Oh, das ist so cool. Hier ist gar keiner drin, um zu lernen. Was soll's? So, den ersten haben wir schon mal. Gab's nur 10.000. Okay. Hier haben sie so ein bisschen ihren Aufenthaltsraum. Ich habe völlig vergessen, was ich in diesem Beitrag sagen wollte. Ich auch. Geht euch das auch manchmal so? Ja. Gedanken sind wie Frösche. Manchmal hüpfen sie einfach davon. Aber das hat alles seinen Grund. Wenn ich mich erinnert hätte, wäre mir dieser schöne Gedanke nicht gekommen. Das war Schicksal. Oh, da fällt mir ein. Hier ist ein Song. Ich würde ganz gerne wissen, wo wer arbeitet. Dozent, immer Kapazität. Behandlung plus 5. Warte, wir machen es anders. Wir machen mal. Wir kleiden euch mal ein. Ihr kriegt alle so welche.
nein, die Pfleger... Ach, die Ärzte kriegen ja alle. Ich wollte noch mal so austauschen, beziehungsweise so tauschen. Oder sortieren und sagen, hier die fliegen... den? Also die Dozenten, die jetzt halt in der Psychiatrie arbeiten, kriegen Hasenohren. Und die Pfleger, die also die Dozenten, die in der Pflege arbeiten, die kriegen... Hausmeister zum Doch, die haben. Verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. Ach doch, Pfleger. Ach, hier arbeitet Dozent, da Dozent. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich brauche doch hier Station Pfleger, oder nicht? Henry Job hat 6 Minuten zu viel, wie immer. Ja. Also hier brauche ich einen Arzt. Da brauche ich einen Arzt. Hier ist ein Arzt. Sind überall Ärzte, aber auch Pfleger. Oder nicht? Du bist ein Pfleger. Ach nee, du bist ein Pflegeschüler. Wieso immer davon? Aber okay, wir haben jetzt genug, also es läuft jetzt. Es läuft jetzt! Medizinische Durchsage. Patienten mit Rock'n'Roll-Test treffen ein. Aber wo die alle hingehen, ne? Hier hätte ich auch noch ein Gebäude. Und hier hätte ich auch noch. Manchmal finde ich die Gebäude einfach zu klein, aber die sind halt cool irgendwie. Das ist irgendwie nicht so cool. Es ist gefühlt zu groß. Attacke, Jungs und Mädels. Jetzt neu bei Smell My Cash. Das Studentenleben ist schon hart genug. Da können wir euch wenigstens jede Menge Geld geben. Smell My Cash für Studierende. Klar, ihr müsst es irgendwann zurückzahlen, aber eins, darüber zwei, drei, könnt vier, ihr euch später fünf, sorgen. Sechs. Ich hab 6. Na dann, komm, arbeite meine Forschung, gib mir mal Geld. Eine Gruppe angehender Studierenden interessiert sich für die Medizin und möchte den Campus besuchen. Na klar. Ach, großes Buch. Okay. Ich kann ja auch hier draußen hin. Und wer kann forschen? Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Pflegeschüler. Ach, das war auch ein Pflegeschüler. Okay. Was denn los? Jetzt gehen wir hier ein bisschen die Plätze aus, ne? Warte mal, ich hab doch genau so ein. Nee, das ist ein anderes. Ah ja. Kaffee, nee. Und Smoothie gibt's jetzt auch nicht. Kaffee und Smoothie sind nicht in Ordnung. Ja, das ist so klein, ne? Eigentlich müssten wir das hier weg und dann die Bibliothek da irgendwie hinmachen. Aber dann wäre die auch nicht größer. Minimal größer vielleicht. Wir haben schon... Hausmeister in der Psychiatrie benötigt. Wo ist denn der nächste? Ach. Die blocken sich. Wir nehmen mal das Zimmer. Wir probieren einfach unser Glück. Ja,
ich weiß das mit dem Dings. Attraktivität. Plus 1 Forschung. Ist auch noch plus 1 Forschung. Oh, das ist ja schon. Aufräumarbeiten benötigt. So. Medizin habe ich schon mal. Sehr gut. Plus gemacht, Karriereziel erreicht. Belohnung einfordern. Nehme ich mit. Wie immer unverfroren und ungefiltert. Ich habe keinen Redakteur. Warum? Redakteure können einen Wort in den Mund legen. Sie könnten es so zu. So, wir nehmen den jetzt mal. Wie gesagt, ist nur minimal größer. So, kommst dahin. Dahin. Musst du dahin? Nee. Dahin. So, minimal, aber es funktioniert. Wenn da jetzt nämlich noch mal ein paar mehr Bücher kommen, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Haben wir da noch 2 Bücher davon in rein? Nee, ne? Würde halt das Lernvermögen halt erhöhen. Warte. Wo sind denn jetzt die 9? Das war für Kopfklinik. Das war für Station. Den habe ich, den habe ich. So ein lilanes. Da. Das war ja für Psychiatrie. So. Sehr gut, dann hätten wir das nämlich auch. Schneiden, dass es klingt, als hätte ich gesagt, kommt alle zu mir und klaut meine Petunien. Nur ein Beispiel, so etwas würde ich nie sagen. Nein, es muss alles natürlich sein. Ich will Saft mit Fruchtfleisch, Käse mit Rand, ich will Radio Naturale, al fresco, al dente. Yeah. Ein Leben ohne. Weiter. Wir sind besser geworden. Immerhin Durchschnittsnote A, das ist sehr gut. Gesammelte Erfahrungspunkte, auch sehr gut. Attraktivität, ja. Immerhin. Studiengänge verwalten. Okay, ich habe gar keine Anforderungen. Ja, vielleicht mal Mitarbeiter weiterbilden, ne? Ja, vielleicht auch nicht so verkehrt. Hm. Weiterbildungszentrum. Ach, das muss ja 4x4. Kann ich da vielleicht noch einen Baum hinsetzen oder so? Weiterbildung starten. Ah, du kannst Medizin. Du kannst Pflege. Du kannst Pflege. Du kannst Pflege, damit ihr beides habt. Du Medizin. Du Pflege und du Medizin. Feuerresistenz, warum auch immer.
Instandhaltung. Geister. Und nochmal Geister. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Okay. Dann starten wir mal das Ganze. Ich brauche noch einen. Ich hätte ganz gern noch so einen hier Assistenten in der Pause. Beziehungsweise, wenn der eine hier arbeitet, dass der andere halt gar nichts macht. Aber ja, ich bin dabei. Aber bis jetzt haben wir mal die gleichen Krankheiten. Er ist weiter am Forschen. Ich habe jetzt auch gerade gar kein Geld, ne? Ich habe mir neulich diese Show von Cheesy Goblins eingezogen. Die Cheesy Goblins, ihr wisst schon. Und ich muss sagen, das war ganz schön verwirrend. Wie funktioniert das alles? Bauen Sie die Goblins an oder ab? Oder suchen Sie die nur? Ich muss schon sagen, Kinder heutzutage müssen einiges auf dem Deckel haben, um da mitzukommen. Alle Achtung. Ja, alle Achtung. Stufe 9. Sehr gut. Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. So. Einer ist schon mal weitergebildet. Sehr gut. Jetzt fehlt mir nur noch ein Notfall, dann haben wir den ersten Stern. Oh, ich habe 30 Grad bei mir in der Bude. Oh. Kann ich den jetzt schon verbessern? Nee. Machen wir als nächstes. Ich dachte, ich könnte hier jetzt forschen und dann so ein bisschen Geld generieren, aber naja, dauert alles noch ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr alle belegt seid hier. Aber ja, es kommt mehr oder weniger irgendwie Geld zusammen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch zwei. Können wir denn noch so einen Kopfraum machen? Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. So, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen für Sitzen wollte ich hier noch. Gut, das verteilt sich jetzt so ein bisschen. Hoppala. Schneckengang. Hätte drei. Ich habe ein Station. Nee, ich habe zwei. Komm, wir probieren's. Wir sehen jetzt nicht so voll aus. Und ich muss ja nur drei machen. Und hier sind die Betten noch frei. Na gut, hier. Wo bleiben sie denn? Patienten mit Schneckengang treffen. Ja, besser. Wie sieht das denn aus? Ach, die haben halt nur Dings. Ja, gut. Manche Redensarten sind wirklich merkwürdig. Zum Beispiel, ach nee, mit dem falschen Fuß aufgestanden.
Also ehrlich, wenn man einen schlechten Tag hat, wird er auch nicht besser, wenn man es auf ein unschuldiges Körperteil schiebt. Menschenskinder, gönnt euch mal eine Tafel Schokolade. Die Welt ist schon garstig genug. Ja, gönnt euch doch mal eine Tafel Schokolade, Leute. Sind jetzt die Notfälle hier drin? Ey, Leute, da sind zwei Leute, die können da rein. Springend rein! Die blockieren sich einfach. Wo sind denn die Notfälle? Da ist ein Notfall. Das ist der zweite. Hier ist der dritte. Du kommst bei drei rein. So, kommst du? Da ist in Ordnung. Da ist auch drei in Ordnung. Haben ja ein bisschen Zeit, oder? Häufige Fragen. Wenn etwas müffelt, bist es wahrscheinlich du. So, hier sind schon mal einer. Wo sind die denn? Stürmtüten hinaus. Ja, so siehst du aus. Ach da. Du bist schon auf Platz Nummer 1. Okay. Monatlicher Gewinn. Och, den kriegst du ja jetzt halt am grünen Kaffeekiosk. Ich weiß, ich muss auf den Assistenten einsetzen. So, der darf da auch nicht arbeiten, weil das kann von alleine gehen. Komm, ich brauche nur noch einen. Ich sehe zwar, da kein Dozent drin ist, funktioniert das nicht. Ach, komm schon, als ob. Mach mal sauber hier. Ihr und euren Dreck. Kannst du nicht zu dem anderen gehen? Da ist er jetzt auch, ne? Sehr gut. Nee, doch nicht gut. Wo ist er denn? Weil da der Dozent fehlt. Und wir haben den ersten Stern. Und Molten Rock freigeschaltet. Sehr gut. In meiner Zeit als Gesundheitsminister haben wir oft darüber diskutiert, warum es in Tumble so viele Unfälle und Krankheiten gibt. Mir wurde gesagt, es gäbe eine bestimmte Art Moos, die glitschig wie ein Leinöl ist und die Menschen von den Händen in die Lagunen schlittern lässt. Ich glaube allerdings weiterhin, dass die viele frische Luft etwas damit zu tun hat. Ja, frische Luft ist auch, das ist so schrecklich. Frische Luft ist einfach nicht gut. Hausmeister in der Bibliothek benötigt. Wir kommen zum Ende der heutigen Show. Aber keine Sorge, denn jedes Ende ist eine Gelegenheit für euch, mal was anderes zu machen. Wenn irgendwo eine Klospülung betätigt wird, kommt woanders ein toller neuer Film ins Kino. Also, gehabt euch wohl. Alle satt. Und bis zum nächsten Mal. Studenten auf dem Campus, okay. Verdiene 500 durch Patientenbeheilungen. Mehrere Zimmer mit Behandlungsmöglichkeiten von 40%. Ja. Das sagt sich so einfach. Das muss noch repariert werden. Wir haben noch Poster bekommen. Die werden wahrscheinlich nichts bringen. Kopfklinik, komm. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Ach ne, ungültige Mauer. Wo ist der Station? Assistent wird in die Bibliothek gebeten.
und Psychotries. Aber ich habe doch schon alles gebaut. Also da reingesetzt, was geht, ne? Das ist drinne. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann das Muster. Oh, süß. Erhöhe das Behandlungsvermögen eines Zimmers, indem du Maschinen verbesserst und die und zusätzliche Ausstattung bereitstellst. So kannst du die Behandlung verbessern. Ja, das weiß ich ja. Das ist nicht das Problem. Oh, hier in deinem blöden Kiosk. So, na gut, du bist jetzt. Bin noch schon dabei. Nein, keine Live-Musik. So. Habe ich jetzt endlich immer meine Forschung fertig? Das heißt, du wirst auf jeden Fall verbessert. Alle beide. Ach, der Buchclub hier. Warte mal, du kommst, sagen wir mal, du kommst hier hin. Und der riesenkrasse Buchclub kommt denn dahin. Ich brauche 44 Leute, also 80 Leute auf dem Campus. Ich brauche auch mehr Stationen, ne? Behandlungsvermögen 24. Hausmeister wird zur Upgrade-Montage gebeten. Heilungsrate. Hier ist das Behandlungsvermögen. Entschuldigung, ich musste wieder niesen. Sehr gut. Hier wird es ja verbessert bei beiden. Lernvermögen. Das ist aber nicht Behandlungsvermögen. Das heißt, ich könnte die verbessern. Hier ist nur 12. So, wie viel habe ich denn jetzt Behandlungsvermögen? 25. Hier ist nur 24. Warum? Weil es der falsche Raum ist. Nein. Ich muss jetzt keine Notfälle machen und die sind hier so viel. Ich komme ja gar nicht hinterher. Das ist ja das Problem. Ich komme ja schon gar nicht hinterher. Wir könnten die Bibliothek rübersetzen, eventuell, und die Station hier vergrößern mit mehr Betten. Dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Das mit dem Studenten auf dem Campus kommt eh von alleine. Wir könnten das jetzt einfach mal... Nee. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Hier. Und die Bibliothek ist halt zu groß, ne? Ah, das war das Falsche. Kopieren, Anpassung. Willkommen bei Radio Campus. Die heutige Show wird euch präsentiert von der Orbi-Stiftung. Meldet euch noch heute vor Ort im Campus an.
Die Orbikugel ist eine runde Sache. Die perfekte Lösung mit der perfekten Form. Aber bitte, bitte lest euch alles gut durch, was ihr da unterschreiben müsst. Bitte. Ey! 87, Abschlüsse 12. Sehr gut. Sehr gut. Anzahl der Clubs 1, was? Ich hab 2. Ist egal. Auf jeden Fall läuft's. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier, mein Freund. Mal kopieren. Genießt den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. So. Jetzt kann ich aber zum Mal kopieren. Komm schon! Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. So, dann haben sie eine etwas kleinere. Da haben sie dann Dings, so kriege ich auf jeden Fall die Leute. Aber ich muss nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr Räumlichkeiten bauen. Das Personalzimmer, ne? Wie groß muss das? 3x2. Ist das so? Das funktioniert. Lol. So, das muss reichen. Sehr gut. Die Station ist halt einfach zu klein. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Gut, ja, wunderbar. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 5. Habe ich. Ich werde das jetzt hier... Was heißt hier upgraden? Ich werde gar nichts machen. Wir werden hier gleich weitermachen. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.